So, ich hoffe mal einfach. Arsch. Scheiße, ich wollte doch gar nicht mehr Höhlenforschung machen. Ich hatte doch erstmal die Schnauze voll von den elenden Höhlen. Und jetzt hängen wir hier. Ich habe mich gerade voll erschrocken, aber da war auch ein Skelett. Ich habe mich gerade voll vor der Helligkeit da hinten erschrocken. Irgendwo planscht hier doch ein Klappermann. Oh. Oh, sieh mal, Mickey. Da haben wir wohl einen Gang nicht erforscht, wa? Und wo ist denn hier das elende... Ich hasse es, wenn es irgendwo klappert und... Und rappelt und man weiß nicht wo. So, jetzt haben wir hier zumindest eine Anbindung an die Höhle, wobei ich noch nicht genau weiß, ob das jetzt so das Optimum ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir hier rausgekommen sind. Ich mache hier mal eben so ein bisschen hier so, ne? So, jetzt bloß die richtige Taste drücken und zwar diese hier, so. So, da oben kann übrigens auch was spawnen, wenn man da nicht aufpasst. Und damit das nicht passiert, tragen wir hier mal... Da geht es ja immer noch weiter nach oben. Und da ist wieder Eisen. Du kleine Verräterhöhle. Boah, was ist das denn schon wieder? Boah, das ist doch nicht wahr. Und ich höre hier trapsende Geräusche, die nicht von mir kommen. Ich dachte schon, da wäre jetzt wieder eine Höhle. Ich wollte hier gerade schon ausflippen und sagen, oh nee, du. So, hier ist sonst nichts. Nee, aber ich mache hier meine Fackel innen, damit hier nicht zufällig irgendwas spawnt und uns dann von oben auf die Glatze prasselt. Das wäre nicht so schön. So, pass mal auf, das Eisen hier nehme ich nochmal schnell mit. Aber wo kommt das Getrapse her? Wo kommt das Getrapse her? Das kann einen wahnsinnig machen. Und vor allen Dingen, wo sind wir denn hier überhaupt? Ich habe gar keinen Anhaltspunkt mehr, weil wir jetzt irgendwie von einer ganz anderen Seite in die Höhle gekommen sind und, ja. Hallo? Außerdem ist die letzte Aufnahme schon wieder her und ich... Ach, hier war doch der Mega-Dingens und da das. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder... Okay, hier war das, dann hier lang. Leck mich doch am Arsch! Das glaubst du selber nicht. Hab ich einen Bogen dabei? Ja, aber keine Pfeile, glaube ich. Nein, keine Pfeile. Scheiße. Wo ging's doch gleich noch mal? Schöne Scheiße, wo kam der denn jetzt her? Und wie kommen wir da jetzt vorbei? Weil wenn ich die mit dem Schwert anritze, dann explodiert er auf jeden Fall und reißt uns hier schön das Mobiliar kaputt. So, hier mal schnell gucken. Nischt. Hallo? Hallo? Hier sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Wege. Allerdings haben wir hier hinten noch alles nicht ausgeleuchtet und ich hoffe mal... Ach, scheiße. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ja, hier geht's wieder dann in so eine Mega-Höhle rein und dann... Hä? Hat der Creeper meine ganzen schönen Pläne auseinandergerissen. So, pass mal auf. Hier wird es. Hier werden wir es tun. Gemeinsam werden wir es hier tun. Und ihr wisst schon genau, was ich meine. Hoffe ich, denn sonst gibt's heute kein Abendbrot. So, ich hau hier mal alles weg, ne? Ihr wisst ja genau, warum. Ich hoffe zumindest,
dass der ein oder andere darauf kommt. Und jetzt hier das Eisen natürlich auch schön mitnehmen. Was wir als nächstes machen werden, das ist natürlich ein paar leckere Eimer häkeln. Und aus den Eimern wiederum werden wir uns schöne Lava holen. Beziehungsweise mit den Eimern werden wir uns schöne Lava holen. So. Und ich mache das Räumchen natürlich hier noch fertig. Das so viel Zeit muss sein. Das tut mir sehr leid für die Leute, die jetzt gehofft haben. Och Mensch, jetzt macht der bestimmt endlich mal das Portal. Aber nicht vergessen, nach der Hölle kommt gar nichts mehr. Nach dem Nether ist das Ende der Welt. Und dann können wir uns verabschieden. Ne, wollte ich nur mal sagen. Für die Leute, die es total eilig haben, da in die Hölle zu kommen. Wobei wir in der Hölle vielleicht noch das ein oder andere erledigen werden. Aber ich glaube, da wird der Spaß relativ schnell aufhören, weil es wird super schnell, super dröge da unten rumzulaufen. Es ist einfach nur dunkel, trostlos und schlimmer als in der Höhle, würde ich sagen. Darum verstehe ich auch gar nicht, warum da alle so scharf drauf sind, nach unten zu kommen. Huch, Moment, habe ich denn noch eine Spitzhacke dabei? Jawohl. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da nur die Ghasts sehen will, also die Geister, die da, die Ghastigen, die da rumfliegen. Aber auf Dauer ist das auch nicht so spannend. So, da baut man sich halt unten auch eine Hütte, genau wie man das halt in der normalen Welt macht. Muss sich immer ein bisschen abriegeln oder absichern nach allen Seiten, damit die Viecher einen nicht hauen mit ihren komischen Feuerbällen. So, dann hier, ach ja, dann machen wir hier nochmal ein bisschen weg. So, lalalala, das kann ja sich hier noch ein bisschen hinziehen. Und dann mal schauen, was da so passiert. Übrigens, hey, ein kleines Spielchen. Es gibt ganz viele Menschen, also ich habe inzwischen, ich glaube, über 1000 Leute auf der Blockliste. Und eine Menge davon sind so komische Leute, die für ihre Minecraft-Server immer Werbung machen und damit die ganzen Minecraft-Videos voll spammen. Und ich glaube, bei diesem Video hier mache ich mal den Spaß. Ja, da die Leute eh das Video nicht gucken, sage ich mal, alle, die unter dieses Video hier bei YouTube ihre Serverwerbung posten, werden sofort instant geblockt. Ja, das ist eine tolle Sache und seitdem ich da auch rigoroser vorgehe, auch bei Serverwerbung und sowas, da sind die Kommentare unter den Videos auch schon viel friedlicher geworden. Da sind zwar immer noch so ein paar Leute dabei, die das Benehmen irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo im Gullirotz gelernt haben. Aber alles in allem kann man sagen, seitdem ich so die Serverwerbung blocke und auch so eine Menge Hater, die einfach nur rumpupen, die werden jetzt auch einfach zack geblockt, weg und fertig. Da mache ich mir keinen Stress mehr mit und dann ist auch alles schon viel angenehmer. Auch für die Zuschauer muss man ja sagen, weil wenn man unter den Comments dauernd nur Scheiße liest, dann hat man auch gar keinen Bock mehr so richtig drauf. Dann, das nimmt einem ja auch ein bisschen die Freude irgendwie. Also ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht sagen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, immer wenn ich dann irgendwelche nöhlende Kacke unterm Video lesen muss, oh Mensch, und oder du machst das falsch, scheiße, und das ist scheiße, und das ist scheiße, hat man das, man nimmt das immer so ein bisschen mit auf, diese negativen Vibes, sage ich mal. Diese Negativität, und ich mag ja immer alles lieber so ein bisschen positiv, ein bisschen fröhlich, ein bisschen heiter, popeiter, ne, wisst ihr ja, ich bin ja mehr so der Kasper-Kopp. Ja, kann man ja mal so sagen. Ich kann natürlich auch seriös sein, total und hallo, aber wer will das schon? Das Leben ist seriös genug und wir sind ja nicht hier, um irgendwie eine Bilanzprüfung zu machen oder unseren Steuerbescheid durchzugehen für die Jüngeren, um Hausaufgaben zu machen, Algebra. Sondern wir sind ja hier, um ein bisschen Spaß zu haben, uns ein bisschen vom Alltag abzulenken. Jawohl, so ist's. Können übrigens auch ganz viele Leute nicht verstehen, dass man einfach zockt, auch als, ich sag mal, auch mit fast 12 Trademark, dass man da gerne zockt. Ihr wisst, was ich meine. Warum auch nicht? Ist doch schön, wenn man sich so ein bisschen was bewahrt hat. Bewahrt! Ja, finde ich persönlich sehr gut. Übrigens, da fällt mir gerade ein, wo ich gerade darüber rede, dass man sich irgendwie das Kindliche ein bisschen bewahrt oder so ein bisschen diesen unschuldigen Spaß an Dingen so ein bisschen bewahrt. Da gibt es noch einen Kandidaten, der mir da spontan einfällt. Den habe ich ja schon
gesehen und ein bisschen bewundert, noch bevor ich überhaupt mit Let's Plays angefangen habe. Das war so ein YouTube-Channel, den kennen vielleicht einige von euch, der ist aber, ja doch, einige von euch kennen den bestimmt. Das ist so ein Berliner Laden, ne, der verkauft Spiele, auch ganz viele Retro-Spiele und sowas. Und wenn ich einmal Werbung machen darf, ich mache jetzt einfach mal Werbung, völlig unentgeltlich und ihr könnt nichts dagegen tun. Wenn ihr in Berlin wohnt, ne, und ihr wollt Spiele kaufen, dann macht das doch nicht bei Amazon, sondern macht das doch lieber bei einem lokalen Händler und ich nenne ihn einfach mal, huch, die Spitzhacke ist weg. Naja, so viel zur Spitzhacke. Macht das doch lieber bei einem lokalen Händler, unterstützt eure lokalen Händler, die Wirtschaft in the town sozusagen, und kauft beim Händler eures Vertrauens. Und da wüsste ich einen Kandidaten, bei dem ich sofort unterstützen würde, und das ist Comet Matti. Der hat ja auch einen YouTube-Channel hier. Hua, ich komme nicht mehr hoch. Na toll, hat ja super geklappt. Also den, da könnt ihr auf jeden Fall eure Games kaufen. Online geht das leider nicht, da muss man auch richtig in den Laden gehen. Aber es soll ganz hervorragend sein und ich möchte daran keine Minute zweifeln. Er hat auch einen YouTube-Channel, der heißt, glaube ich, Comet Matti, zusammengeschrieben C-O-M-E-T-M-A-T-T-I. Und, naja, wenn ich Werbung für einen Spieleladen machen darf, dann würde ich wohl für diesen Laden Werbung machen. Und ich habe Angst, dass hier gleich ein Creeper oder irgendwas angreift, weil ich weiß nicht so recht. Es ist Nacht. So, habe ich jetzt mal ein bisschen Werbung gemacht. Checkt seinen Channel aus. Und wenn ihr in Berlin wohnt, kauft eure Spiele bei ihm. Kann ich jedem nur empfehlen und raten. Ne, Hundis? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Und nein, ich krieg kein Geld dafür. Ich will auch gar kein Geld dafür. Warum soll ich Geld dafür nehmen? Man kann ja mal Leute unterstützen. Oder wie sieht das aus? Ihr schreit doch alle mal nach Unterstützung. Unterstützt die kleinen Let's Player. Gronkh, nie unterstützt du die kleinen Let's Player. Das mache ich die ganze Zeit und dauernd und ständig. Na gut, die ganze Zeit nicht, aber dauernd und ständig stimmt schon. Und auf jeden Fall mehr als so manch anderer. Sogar von denen, die laut krakeelen. So, und jetzt sage ich mal ganz kurz gute Nacht und warte auf den neuen Morgen. Njam, 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 njam. Ja, hallo, guten Morgen. Ach, ist das schön, wie eine Nachbarschaft in Flammen steht. Also in Klammern in-game natürlich nur. Wunderbar. Ich glaube, die Skelette sehen jetzt anders aus. Ich sehe das von hier gar nicht. Da ist ein Creeper. Aber da hinten brennen Skelette und die sehen irgendwie anders aus. Ich sehe das von hier gar nicht so richtig. Aber ich traue mich da jetzt auch nicht so direkt hin, weil Skelette, ihr wisst ja, die sind nicht immer nett. Nicht sehr nette Skelette. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, wir gehen jetzt erstmal da unten. Wo ist es denn? Hier unten ins Kabüffchen hinein. Ich bin auch schon ein bisschen unkonzentriert, weil es mitten in der Nacht ist, wo ich wieder aufnehme. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Dich lagere ich mal hierhin ab. Und ansonsten das Gravel, das kommt hier hinten in eine Gravelkiste. Meine Nase kitzelt gerade. Verdammt, wieso kitzelt die immer, wenn ich aufnehme? Huch. Ach, Cobblestone. So, Gravel, Schussgravel, Moment. Das macht mir ja gerade wahnsinnig, wie das kitzelt. Und ich kann das Mikrofon nicht ausmachen, um zu kratzen. Ich drehe durch. So, hier, da kommt die Erde hin. Dann machen wir da mal... Nee, die Erde nehmen wir... Nee, komm, die Erde lassen wir hier. Wir nehmen Cobblestones auf jeden Fall mit. Aber was wir noch mehr brauchen werden... Die Cobblestones legen wir auch erstmal weg, solange wir hier noch nichts haben. Dann hier noch Cobbles, da noch Cobbles. Und dann können wir die Cobbles auch erstmal weglegen. Das Eisen.